Also etwa gegen 14.10 Uhr hat die Polizei Köln Kenntnis davon bekommen, von einer Bombendrohung. Dementsprechend sind wir jetzt dabei, die Ernsthaftigkeit der Angaben zu überprüfen und alle entsprechenden Hinweise, die uns vorliegen, abzuarbeiten. Jetzt im Moment kann man gerade sehen, dass die Tatortgruppe des Bundeskriminalamtes vor Ort ist. Im Moment verdichten sich die Hinweise auf mögliche Beteiligung von geparkten Fahrzeugen, die in der Nähe des Dürzenich stehen. Und dort wird jetzt gerade mittels eines Roboters überprüft, ob diese vielleicht im Zusammenhang mit der Bombendrohung stehen. Wie großräumig hat die Polizei hier abgesperrt? Das ist ein etwas größerer Bereich, bis hin zur Pepinstraße. Wobei die Hohe Straße ist ganz normal für den Geschäftsverkehr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt ist auch nicht betroffen. Wir stehen jetzt etwa 200 Meter weit entfernt von dem Ort der geparkten Fahrzeuge. Wie lange jetzt die polizeilichen Maßnahmen noch andauern, kann aber nicht abgesagt werden bis jetzt. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht sagen. Es mag sein, dass es in kurzer Zeit erledigt ist, aber es kann auch durchaus noch etwas länger dauern. Okay, super. Dankeschön.